Gigantisches Tor von der Seitenlinie in Japan. Volley abgenommen und unhaltbar versenkt. Das Problem? Der Torschütze war der Trainer. Dragan Stojković, 84-facher serbischer Nationalspieler und mittlerweile Trainer beim japanischen Erstligisten Nagoya Grampus, ließ jetzt sein Können aufblitzen und schoss den Ball, den die Gegenspieler wegen einer Verletzungspause ins Aus befördert hatten, gekonnt ins Tor. Schöner Treffer, aber leider ungültig und nicht ohne Folgen. Stojković musste auf die Tribüne und seine Mannschaft verlor.